Hi, hallo zusammen. Heute möchte ich euch den zweiten Teil meines Bücherregals zeigen. Und zwar dieses mittige hier. Ups, das hat gewackelt, wo meine Klassiker sind. Das ist eigentlich alphabetisch sortiert und es geht auch gleich los mit Ivo Andrić und der Brücke an der Drina. Das ist der einzige jugoslawische Klassiker, den ich bisher las. Sehr viele Landschaftsbeschreibungen, eine sehr eindringliche und verstörende Hinrichtungsszene und sonst aber sehr gut eigentlich. Dann geht's hier weiter mit meinen Jane Austen Büchern, Stolz und Vorurteil, Mansfield Park und Northanger Abbey. Emma habe ich euch ja im letzten Video schon gezeigt. Dann hier die beiden Jurik Beckers, die ich schon las, Brunsteins Kinder und Jakob der Lügner. Besonders dieses Buch hier hat mir sehr gut gefallen. Ich musste es damals in der Oberstufe lesen. Sehr tolle Geschichte, gut erzählt. Hier noch Heinrich Böll, Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Was mir ein bisschen zu hölzern geschrieben war. Ansichten eines Clowns dagegen gefiel mir sehr gut. Dann habe ich hier Ray Bradbury, zum einen Fahrenheit 451, was ehrlich gesagt nicht so ganz meins war. Sehr gut dagegen gefiel mir allerdings Der illustrierte Mann von ihm. Das ist so eine Kurzgeschichtensammlung, die zu der Zeit geschrieben wurde, als UFOs und Sci-Fi und Außerirdische gerade total in Mode waren und interessant waren. Und das hier wird durch eine sehr interessante Rahmenhandlung zusammengehalten. Gefiel mir wirklich sehr gut. Daneben Bertolt Brecht, Der gute Mensch von Sichuan und Das Leben des Galilei. Galilei war jetzt nicht so meins, Der gute Mensch von Sichuan fand ich klasse. Hier meine Brontes, es geht los mit Anne Bronte und Die Herrin von Wildfell Hall. Sehr feministisch für diese Zeit eigentlich. Allerdings ist es halt ein 500 Seiten langer Brief, den ein Typ an seinen besten Freund schreibt und dieser Brief enthält auch noch Tagebucheinträge seiner Frau. Also, naja, ich weiß ja nicht, was Anne Bronte damals für lange Briefe geschrieben hat, aber irgendwie leicht befremdlich. Daneben Charlotte Bronte mit Jane Eyre. Also dazu gibt es verschiedene Meinungen. Ich finde es für seine Zeit sehr feministisch und war sehr erstaunt beim Lesen, fand es auch sehr gut. Ich meine, man muss auch immer die Zeit mitsehen, zu der es geschrieben wurde. Natürlich hat das Frauenbild, das da vermittelt wird, irgendwo auch seine Macken und Fehler, aber es ist ja auch alt. Dann geht's weiter mit Charlotte Bronte und Der Professor, war nicht so meins. Emily Bronte, Sturmhöhe, das will ich nochmal lesen. Dann geht's weiter mit Truman Capote, zum einen Frühstück bei Tiffany, ein All-Time-Favorite bei mir. Daneben Baum der Nacht, das sind so Kurzgeschichten oder Erzählungen. Hätte ich jetzt nicht unbedingt lesen müssen, war nicht so ganz meins. Dann Friedrich Dürrenmatt, Der Richter und sein Henker, Der Besuch der alten Dame und Die Physiker, und die kann ich eigentlich alle empfehlen. Genauso wie Max Frisch, Biedermann und die Brandstifter und Andorra, beide sehr gute Dramen. Hier dann meine drei F. Scott Fitzgeralds, zum einen Zärtlich ist die Nacht, This Side of Paradise, wie heißt das, This Side des Paradieses, keine Ahnung, und Der große Gatsby, den habe ich kürzlich nochmal gelesen, das ist mein absoluter Favorit von ihm bisher. Hier meine Lieblingsschullektüre eigentlich fast, Faust 1 von Goethe, sehr zerfleddert und zerlesen, ich mochte ihn. Dann Günter Grass im Krebsgang, Les Miserables von Victor Hugo, und da habe ich vor einem Jahr oder so erfahren, dass das hier die gekürzte Fassung ist, 600 Seiten, und dabei war ich damals so stolz, es gelesen zu haben, ne? Aldous Huxley, Schöne neue Welt, so eine klassische Dystopie. Gottfried Keller, Romeo und Julia auf dem Dorfe. Was mir sehr gut gefiel, im Gegensatz zu Kleider machen Leute. Das ist eine sehr schöne Geschichte, gut aufgegriffen, dieses Stück von Shakespeare. Daneben Harper Lee, zum einen To Kill a Mockingbird. Auch hierzu gibt es gespaltene Meinungen auf BookTube. Ich finde dieses Buch ganz toll. Also ich habe es zu einer Zeit gelesen, zu der es mich auch sehr beeinflusst hat. Weil ich finde, dass es einfach sehr viel über das Gewissen aussagt. Und natürlich ist es nicht das Buch, das man lesen sollte, wenn man irgendwas über schwarze Geschichte oder, wie sagt man da, oder Bürgerrechte lernen möchte. Denn es wurde von einer weißen Frau geschrieben. Es geht größtenteils um Weiße. Aber ich finde, es ist einfach eine schöne Geschichte. Punkt. Daneben, Geh hin, stelle einen Wächter, das Prequel, Schrägstrich Sequel dazu. Daneben noch ein Schmuddelroman, beziehungsweise eigentlich kein Schmuddelroman, sondern mehr als das. Lady Chatterley's Lover von D.H. Lawrence, kann man mal gelesen haben. Die Schweigeminute von Siegfried Lenz, und ihr seht es schon, meine Thomas-Mann-Sammlung. Ich liebe Thomas Mann. Hier habe ich die Buddenbrooks, Dr. Faustus, Lotte in Weimar und den Zauberberg. Und bis auf Lotte in Weimar, zu der es mich momentan nicht so arg zieht, möchte ich eigentlich alle nochmal lesen.
Dann springen wir eins höher. Hier haben wir, ja, das seht ihr nicht mehr richtig. Hier haben wir meine extrem zerlesene Ausgabe von Vom Winde verweht von Margaret Mitchell. Das liegt daran, dass das so ein unhandliches Format hatte. Das konnte man leider nicht anders lesen und es tut mir leid, dass ich da den Buchrücken so verschandelt habe. Da steht Mephisto von Klaus Mann. Rosenkranz und Güldenstern sind tot von Tom Stoppard. Das ist ein absurdes Theater, das innerhalb der Welt von Hamlet spielt. Fand ich genial, vor allem, da ich Hamlet liebe. Und hier ist eigentlich meine englische Shakespeare-Ecke. Da habe ich zum einen Richard III., den ich sehr mochte. Cymbeline, den ich auch live im Globe gesehen hatte, was aber nicht so meins war. Perikles, was sehr viele Handlungsstränge verknüpft und mal ein etwas unüblicher Shakespeare ist. Wie so eine Achterbahnfahrt. Ganz interessant. Man meint eigentlich, man weiß, worum es geht. Und auf Seite 3 ist dann irgendwie schon alles erzählt und es passiert noch viel anderes. Romeo und Julia. Naja, da kommt man nicht dran vorbei. Dann haben sie hier das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde und Don Carlos von Schiller eingeschmuggelt. Daneben geht es weiter mit König Lear und dem Wintermärchen. Das sind beides zweisprachige Ausgaben. Hier steht mein englischer Hamlet in dieser uralten Ausgabe, aber ich liebe ihn. Und das war's dann schon mit meiner englischen Shakespeare-Sammlung. Hier geht es dann schon weiter mit Das Totenschiff von B. Trevor. Kann ich auch empfehlen. Sagt sehr viel darüber aus, was ein Mensch noch ist, wenn er keine Papiere mehr hat. Eine interessante Geschichte. Die zwei Bücher der Herr der Ringe 1 und 3, Teil 2 lese ich momentan, Krieg und Frieden von Leo Tolstoi, dann haben sich hier ein paar Gedichtbände dazwischen geschmuggelt, beziehungsweise erstmal noch Stefan Zweig mit der Schachnovelle, dann zweimal Julia Engelmann, sachliche Romanzen von Erich Kästner, Emily Dickinson, My Life Had Stood a Loaded Gun, Mascha Kaliko, so ein Band mit deutschen Gedichten, den ich damals fürs Abi gekauft hatte. Dann haben wir dazwischen Oscar Wilde mit seinen besten Stücken, dann Rainer Maria Rilke, Du musst das Leben nicht verstehen, das ist eine Gedichtsammlung im Marix Verlag erschienen, daneben Mary Shelley, Frankenstein und hier meine beiden Sylvia Plath Bücher, die ich habe, zum einen Zungen aus Stein, das ist eine Erzählsammlung, und zum anderen die Glasglocke. Dann hat sich hier noch ein Wald eingeschlichen, und zwar Sir Arthur Savile's Crime and Other Stories. Das sind eigentlich vor allem seine Märchen, mochte ich. George Orwell, Farm der Tiere. Dann ein paar coole Sprüche von Oscar Wilde. Mein englischsprachiger Dostojewski, Schuld und Sühne, beziehungsweise Verbrechen und Strafe. Je nachdem, wie man es nennen möchte, dann habe ich da tatsächlich noch einen Sherlock Holmes, nämlich The Casebook of Sherlock Holmes. Und hier auf Jane Austen steht dann noch Stefan Zweig mit seinen Meisternovellen. Naja, das war jetzt der zweite Teil meines Bücherregals. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Schreibt mir gerne. Bis dann, ciao!